Liebe Zuschauer, das eigene Verhalten als Käufer und Konsument von Musik sachlich einschätzen zu können, ist Thema der dritten Folge unserer Reihe Massenmedium Musik. Denn von wem, auf welche Weise und mit welchen Mitteln die Nachfrage nach Musik gesteuert wird, ist vielen unklar. Sehen Sie nun, wie Musiker verkauft werden. Hier kann ich euch mal was fragen. Wonach sucht ihr eure Platten aus? Ja, nach der Musik. Nicht nach dem Cover? Nö, Cover ist egal. Ihr wisst schon Bescheid, bevor ihr hierher kommt, was ihr kaufen wollt. Ja. Meistens nach dem Stil. Und wie viel gebt ihr für Platten aus so im Monat? Unterschiedlich. Ja, sag mal du, was gibst du normalerweise aus? Na, 100 Mark ungefähr. Im Monat? Ja. Ach ja, und du? Kommt drauf an, was es so gibt. Und du? Ja, das sind mal nicht so viel, nur die Hälfte, ein, zwei Platten. Auch nicht jeden Monat. Nur ab und zu. Ja, was ist denn dein Geschmack? Was kaufst du? Hardrock. Hardrock? Ja. Geht ihr lieber in Konzert oder kauft ihr lieber Platten? Naja, beides. Und es ist beides, ja. Ey, Metallica, geil. Ey, Alice Cooper. Geil. Geil, ey. Jawoll. Das ist nicht geil. Das ist super. Jawoll. Gut. Ja. Super. Geil, hä? Ja. Henne? Auch gut. Ja, Herr Sauter, warum kauft denn sein Udo-Fan ein T-Shirt? Er kauft es, damit er zeigen kann, dass er ein Udo-Fan ist, damit er sich damit identifizieren kann, was der Udo so von seinen Lippen kommt, was er singt, was er sagen möchte. Er kauft es, damit er gleichgesinnte Leute unterwegs treffen kann, die sofort wissen, aha, auch noch ein Udo-Fan, die haben dann sofort einen Gesprächsstoff, weil über irgendjemand können sie reden und wenn es dann über Udo ist. Die Verhältnisse kommen so langsam von Amerika zu uns rüber. In Amerika kauft der Konzertbesucher mindestens ein T-Shirt, bei uns ist es in etwa jeder Zehnte, der da eins kauft. Was ist denn mit Merchandising überhaupt gemeint? Merchandising umfasst eigentlich die gesamte Palette der Vermarktung eines Künstlers. Im Groben. Momentan rechnet man eben zum Beispiel beim Act wie bei Udo Lindenberg mit einer Pro-Kopf-Umsatzzahl von ca. 2 Mark pro Konzertbesuchern. Bei Marius Müller-Westernhagen ist es in etwa 4 Mark. Bei einem Peter Alexander auch in etwa wieder 2 Mark. Bei einem David Hasselhoff 8 Mark, weil es ist eben ein Kinderstar und die Kinder geben erfahrungsgemäß noch sehr viel mehr Geld aus als ältere Herrschaften, die zum Beispiel zum Joe Cocker gehen, wo dann der Umsatz wieder bei einer Mark und 80 liegt. Und so ist es eben sehr unterschiedlich und die Garantiesummen sind aus diesem Grund auch sehr unterschiedlich. Wahnsinnig schlimme, er hat den Müll von
Darf ich euch gerade mal was fragen? Kauft ihr euch Musikzeitschriften? Die sind mir also meistens zu teuer. Also meistens lese ich sie schon, wenn sie irgendwo ausliegen. Im Café oder in der Kneipe. Dann gibt's ja meistens halt angucken, aber kaufen natürlich eigentlich selten. Und lasst ihr euch beeinflussen von den Musikzeitschriften bei dem, was ihr an Platten kauft? Ja, also meistens ist es so, wenn ich eine Band schon vom Namen kenne und über die wird berichtet, vielleicht eine neue Platte oder so, dass es die gibt, dann dann höre ich sie mir auch an, hier zum Beispiel. Lass ich mich schon dadurch beeinflussen. Oder für neue Gruppen zum Beispiel, wenn Interesse geweckt wird, also wenn es heißt, eine neue Gruppe, die Platten sind besonders gut und dann gehe ich schon mal hierher und höre sie mir an oder so. Also ein bisschen bestimmt. Was bestimmt noch eure Kaufentscheidung bei Platten? Welche Rolle spielt Cover oder Clip dabei? Also das Cover kann schon eine große Rolle spielen, wenn es ein besonders schönes Cover ist. Dann, ja. Also aber ich habe auch schon Platten nur wegen Cover gekauft, obwohl ich die Gruppe gar nicht gekannt habe. Mit Black Velvet von Eleanor Miles geht unsere Sendung für heute zu Ende. Der Volker Rebell bedankt sich fürs Interesse und sagt Adi. Ja, Eleanor Miles, die kanadische Rocksängerin, ist sicher ein gutes Beispiel dafür, wie heute Popstars stilisiert werden und vermarktet werden. Sie hat 5 Jahre in Kanada relativ erfolglos getingelt als mehr oder weniger raubbeinige Hardrock-Röhre, ist dann zu einer amerikanischen großen Plattenfirma gekommen und man hat sie sozusagen neu stilisiert, man hat sie neu erschaffen. Ein Videoregisseur hat ihr ein sehr weibliches Image gegeben. Sie ist ja halt auch sehr fotogen, eine schöne Frau, hat auch eine tolle Stimme. Die Musik wurde geglättet und jetzt ist sie weltweit eine sehr populäre Popsängerin geworden. Wir bei der Polydor haben die Aufgabe, etablierte Künstler wie Udo Lindenberg, Stefan Waggershausen, Matthias Reim zu lancieren. Die andere Aufgabenstellung und die weitaus schwierigere ist, die Nachwuchskünstler zu entdecken und im deutschen Markt zu etablieren. Wenn man sich überlegt, dass von ca. 1000 Plattenveröffentlichungen höchstens eine den Durchbruch schafft, dann gibt das, glaube ich, einen ganz guten Eindruck, wie schwierig es ist, einen Nachwuchskünstler aufzubauen. Und ich möchte mal ganz kurz zusammenfassen, wie so eine Aufbereitung eines neuen Künstlers in Etappen aussieht. Zunächst einmal muss der Vertrag gemacht werden mit dem Künstler. Danach muss der richtige Song gefunden werden. Es wird ein Produzent gesucht, der dem Künstler an dem Song gerecht wird. Es muss ein entsprechendes Studio gefunden werden. Weitere Aufgabe ist, den Künstler vom Image her zu stylen, eine Fotosession zu machen, die den Künstler optimal präsentiert. Es wird eine Biografie erstellt, die Hintergrundinformationen des Künstlers beinhaltet. Dann sind wir bereits bei der Hüllengestaltung. Es wird also eine entsprechende Hülle, die auch wieder Musik und Künstler optimal featured, erstellt. Wenn all dieses passiert ist, beschäftigen wir uns mit den Medien. Das heißt, die einzelnen Bereiche hier in der Firma beschäftigen sich damit, Rundfunk, Presse und Fernsehen mit dem Produkt zu bemustern. Und die Aufgabe ist eben, den Künstler entsprechend in diesen Medien zu platzieren. Mein Job ist der optimale Kontakt zu den Pressemedien in Deutschland. Das heißt, ich versuche, die Redakteure zu überreden, dass sie so viele Interviews, Plattenkritiken, große Features, nur einfache Fotogeschichten wie möglich über unsere 35 bis 40 Künstler in Zeitungen und Zeitschriften abdrucken. Das ist hier ein Ordner von insgesamt 25 Ordnern mit Presseausschnitten von Udo Lindenberg, die wir im Laufe von 7 Jahren gesammelt haben. Die Hitparaden, die in den Musikzeitschriften veröffentlicht werden, sind auch für Radiosendungen natürlich sehr wichtig. Da besteht eine Wechselwirkung. Einerseits wird die Hitparade durch
Radio beeinflusst. Je mehr ein Song im Radio zu hören ist, umso eher hat er die Chance, verkauft zu werden. Andererseits beeinflussen die Hitparadennotierungen auch wieder das Radioprogramm. Wenn eine Sendung sehr populär sein soll, dann müssen natürlich auch sehr viele Hits in der Sendung sein. Und es gibt Branchenmagazine wie zum Beispiel den Musikmarkt, aus dem Radioleute Basisinformationen beziehen. Es gibt auch andere Musikzeitschriften, die sich zum Teil sehr populär mit der Rock- und Popmusik beschäftigen. Die Fanmagazine und Teenie-Magazine sind für uns sicher weniger interessant, aber kritische Berichterstattung über Musikphänomene, über Stars, über Musik und Platten, daraus beziehen wir schon im Alltag sehr häufig unsere zusätzlichen Informationen. Der Musikmarkt ist eine Fachzeitschrift für den Schallplattenhandel, die sich damit befasst, alles das, was an neuen Dingen auf den Markt kommt, darzustellen, ein bisschen Hintergrundinformationen zu liefern. Aber es gibt natürlich auch viele Fans, die hautnah informiert werden möchten, was sie bei uns können. Wir bekommen alle 14 Tage oder im Laufe einer Woche alle Informationen über Neuerscheinungen in der Schallplattenbranche, die wir versuchen natürlich etwas in eine andere Sprache zu übersetzen als die, die da gebraucht wird, weil es doch immer manches Mal sehr marktschreierisch ist. Und diese Sachen gehen raus an die Druckerei, werden dort gesetzt, kommen dann zu uns zurück und wir versuchen daraus ansehnliche Seiten zu machen, mit denen ein Leser auch wirklich etwas anfangen kann, die ihn ansprechen. Ja, okay. Und unten über den Lindenberg. Was gehört dann immer vom Lindenberg? Und das ist der freundliche. Ich würde also das nehmen, ja. Oder? Ja, vom Ausschnitt, ja. Nehmen wir das. Mhm. Genau, das fahren wir damit unten rein. Okay. Bestsellerlisten sind ein ganz, ganz wichtiger Teil des Musikmarktes, weil sie ein Spiegelbild des Geschehens auf dem Markt darstellen. Damit ist beauftragt die Firma Media Control in Baden-Baden, die also 1400 Fachhändler danach befragt. Madonna. Ah. Spielt ihr das Klavier? Ja, eigenhändig. Offensichtlich. Und du? Ja, völlig was Neues. Umsatz im Schallplattenmarkt hat in der Bundesrepublik im Jahre 1989 über 3 Milliarden D-Mark betragen. Die Bundesrepublik ist, das schwankt immer so ein bisschen zwischen den Japanern und uns, aber der zweitgrößte Markt nach den Vereinigten Staaten. Werbegeschenke gibt's en masse. Man kriegt immer wieder tolle Sachen von Tina Turner. Hier so ein Telefonadressbüchlein. Hat jemand eine Konzeptplatte veröffentlicht, hat sich darauf bezogen auf einen Roman, dann wird der Roman mitgeschickt. Eine Platte hieß mal You Never Know und da kriegt man ein Würfelspielchen dazu als Gimmick, als Gag. Und dann gibt es natürlich auch noch ganz delikate Sachen, die vielleicht so ausschauen. Das sind Werbematerialien der Plattenfirma, die uns Musikredakteure aufmerksam machen sollen auf ihr jeweiliges Produkt. Wir kriegen so viel Platten auf den Tisch, das sind ja Wochen Dutzende von Singles und LPs und CDs, sodass offenbar eben auch ein bestimmtes Signal gebraucht wird, ein bestimmter Werbegag, um ein ganz spezielles Produkt besonders herauszuheben aus dem Meer von Neuerscheinungen. Ja.